Moin Moin, wir melden uns hier aus dem Braunschweiger Hafen. Denn heute ist der 75. Hafengeburtstag, ihr Fischköppe, und das lässt sich On Air Entertainment nicht zweimal sagen. Deswegen heißt es heute On Air unterwegs im Braunschweiger Hafen. Hafen im Braunschweig. Wenn die Kamera gerade mal rumgehen kann, was es hier so an Hafen zu sehen gibt, ich weiß es nicht. Ja, da hat Wolfenbüttel ja auch den Ententeich zum Beispiel jetzt als Vergleich mal. Ja, da kommen ja auch die großen Pötte an. Da kommt die AIDA, da legen sie alle an. Alle. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen heute mal uns in Schale zu schmeißen, Stil echt als Hafeninsassen hier durchzugehen. Wir sehen aber auch gut aus, wenn ich jetzt gerade mal gucke. Der Herr Tschupka hat sich extra noch in eine ganz enge Jeans gezwungen. Bei mir sitzt alles etwas lockerer, aber ist ja auch ganz charming. Ja, herrlich, was man hier so sieht. Hier wird richtig gearbeitet beim Hafengeburtstag und wir wollen ja auch gerne. Wir haben jetzt gerade beim Kranführer mal nachgefragt, wie es aussieht, ob wir ein bisschen Kies reinschaufeln können. Und jetzt sehen wir auch gleich, wie wieder der wiederholte Zug vorbeifährt. Und eigentlich sind wir ja beim Hafen. Hafengeburtstag. Schiffe. Aber schon wieder rollt ein Zug hier lang. Und das möchte ich mal gerne wissen und wir reden jetzt einfach weiter, denn gleich kommt die große, dicke, schwarze Wolke. Und wenn die Kamera mal drauf fällt, sieht man jetzt eine ganz tolle alte Lokomotive. Ich vermisse echt die Schiffe. Wo sind die Schiffe? So, Freunde, natürlich haben wir auch richtig schöne Hafenmusik. Deswegen singt Herr Tschupka jetzt hier live Landungsbrücken raus. An den Landungsbrücken raus, dieses Bild verdient Applaus. Und noch 200 Meter, dann geht der Fallschirm auf. Ja. Moin Moin, Hummel Hummel, was war's? Wie geil denn? Ja, grüß dich auch. Ja, so cool, Galle. Woher kommt ihr? Wir kommen aus Wolfenbüttel und machen die Wolfenbüttel Late-Night-Show. Ja, da sage ich doch nur, meine Damen und Herren, achten Sie drauf, Late-Night-Show in Wolfenbüttel in der Lindenhalle. Was hätten wir da gerne gestanden und hätten Titanic nachgespielt? Ja. Im Sonnenuntergang wären wir hineingefahren zu schöner Musik und hätten uns gekuschelt. Das wäre so schön geworden, aber leider lässt uns der Staatsdiener nicht drauf. Wärst du Jack oder Rose gewesen? Rose. Natürlich. On Air unterwegs. Beim 75. Hafengeburtstag im Braunschweig. Mir war gar nicht bewusst, dass am Hafen so viele Züge rumfahren, dass das so eine große Rolle spielt. Mann, war das schön hier und ich sag's mal so, Wolfenbüttel braucht keinen Hafen, weil wenn das ein Hafen ist, dann reicht uns auch die Oka. Mir reicht sogar der Ententeich. Schön, wir sehen uns wieder in Laguna Beach. Von daher, Hummel, Hummel, Mois, Mois, wir sind raus. Tschüss.